Wir gelangen zum zweiten Punkt der von heute 29 Punkten und ich glaube, die netten Worte werden jetzt zu Ende sein, denn es steht an, die Ministeranklage gegen Finanzminister Gernot Blümel. SPÖ, FPÖ und NEOS würden Blümel wegen der verzögernden Aktenlieferung an den Ibiza-Untersuchungsausschuss vor den Verfassungsgerichtshof bringen. Einen diesbezüglichen Antrag haben sie im Mai eingebracht. Im Verfassungsausschuss wurde dieser debattiert. Ihrer Meinung nach hat Blümel die Verfassung schuldhaft verletzt, da er dem Ausschuss angeforderte E-Mails erst nach einer Exekution des Verfassungsgerichtshofes übermittelt hat. Zudem stellen die drei Parteien den Verdacht des Amtsmissbrauchs in den Raum. Die ÖVP hält eine Ministeranklage allerdings nicht für gerechtfertigt. Einen negativen Bericht des Verfassungsausschusses betreffend Ministeranklage Bundesminister für Finanzen Gernot Blümel. Sind verwundert, dass der Herr Bundesminister nicht anwesend ist und stellen gemäß § 18 Absatz 3 einen Antrag auf Herbeischaffung des Herrn Bundesministers. Zur Geschäftsordnung, Herr Kluppermann, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, das Theater geht weiter. Es ist völlig unüblich. Ja, was denn? Wir haben den ganzen Tag geht schon rund. Es wird völlig unnötigerweise eine Einwendungsdebatte geführt. In der Präsidialkonferenz haben wir sogar Punkte vorreihen lassen. Aber nein, da muss eingewendet werden, weil zwischen 12 und 13:30 ist man nicht in der Lage, eine Diskussion derart zu führen, wie wir sie vorgesehen haben. Es ist einfach ein Politschauspiel. Und jetzt geht's weiter, weil wir haben jetzt Vorlagen aus dem Verfassungsausschuss. Die Verfassungsministerin ist anwesend. Auch im Ausschuss ist es nicht der Fall, dass die Minister gegen sich diese Anklage richtet, dort da sind. Es ist auch unüblich, dass sie im Plenum da sind, auch in den letzten Legislaturperioden. Es hat immer wieder Ministeranklagen gegeben. Es war nur ganz selten eigentlich nie der Fall, dass hier die Minister da gesessen sind, um die es gegangen ist, weil es Verfassungsvorlagen sind aus dem Verfassungsausschuss und die Verfassungsministerin Edtstadler ist anwesend. Daher ist es wieder ein weiterer Punkt vom Polittheater der Freiheitlichen. Herr Abgeordneter Leichtfried, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss jetzt sagen, ich sehe das etwas differenzierter wie der Clubobmann der ÖVP. Wir haben heute Vormittag sehr viel zum Thema Respekt vor der parlamentarischen Demokratie und vor dem Parlament gesprochen. Und ich sage Ihnen offen, wenn es um eine Ministeranklage geht und der Minister, um den es geht bei dieser Ministeranklage, es nicht wert findet, dazu ins Parlament zu kommen, so ist das unglaublich respektlos gegenüber diesem Haus, geschätzte Damen und Herren. Und, lieber Kollege Wöginger, es ist kein Theater. Da geht es um die Demokratie und die muss es einem Minister wert sein, dass er sich Zeit fürs Parlament nimmt. Wenn er nicht Zeit hat, dann sollte er sich fragen, ob er auf dem richtigen Ort und an der richtigen Ort und Stelle ist, geschätzte Damen und Herren. Also wir würden diesen Antrag unterstützen, Herr Präsident. Dankeschön. Jörg Leichtfried war das in einer Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Das ist nicht der... Frau Abgeordnete, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, eine sehr deutliche Rede gehalten, wie das ist mit dem Parlamentarismus und dem Ernstnehmen des Parlaments und des Verfassungsgerichtshofs und all diese Dinge. Aber ich muss schon darauf verweisen, Kollege Leichtfried, Rudi Anschober war bei der Ministeranklage auch nicht anwesend und es entspricht einfach nicht der Usance. Es gibt den Verfassungsausschuss. Sie pochen zu Recht immer auf die Usancen, aber das kann halt nicht immer nur so sein, wenn es für Sie gerade günstig ist, sondern es muss auch sonst gelten. Vielen Dank. Sigrid Maurer war das Clubobfrau der Grünen und sie hat es erwähnt, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der ehemalige Gesundheitsminister der Grünen, war auch mit einer Ministeranklage konfrontiert, wie heute
Gernot Blümel und Margarete Schramböck. Im Sinne § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung die Anwesenheit des Bundesministers für Finanzen verlangen. Eine Debatte über diesen Antrag wurde nicht verlangt. Wir kommen daher sogleich zur Abstimmung. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Gut, diese Ministeranklage wird ohne den vermeintlich Angeklagten stattfinden, ohne Finanzminister Gernot Blümel.